Wir sind zwar normalerweise im DLC unterwegs, aber beim letzten Mal haben wir herausgefunden, dass wir in der Paldea-Akademie, in der normalen Akademie, hier noch ein paar Gespräche führen können für ein bisschen Story-Elemente. Und das machen wir noch. Wir gehen aber in der späteren dieser Folge nochmal wieder zurück zum Indigo-Disc-DLC und machen dort noch ein paar kleine Sachen. Du kommst hier gerufen, Maike. Seh dir das mal an hier. Das hier war ein Teil der Forschung meiner Mutter, als sie noch an der Akademie studiert hat. Hä, krass, oder? Der Direktor hat mir das gezeigt. Als das Antiqua hier studierte, war ich noch ein Forscher. Doch selbst in Forscherkreisen erzählte man sich damals von einer Ausnahmeschülerin, die an der Orange-Akademie studierte. Meine Mutter war also schon immer eine Nummer für sich. Wo wir hier gerade so stehen, warum ist ihr Büro eigentlich so voll mit Geräten? Oh, es ist dir also aufgefallen, das war früher das Forschungszimmer deiner Mutter. Wirklich? Du soll so in ihre Forschung vertieft gewesen sein, dass sie nur selten in ihr Zimmer zurückging und die meiste Zeit hier schlief. Ich habe mir diesen Raum bewusst als mein Büro ausgesucht, da ich mich in der Nähe solcher Geräte wohlfühle aus irgendeinem Grund. Verstehe. In letzter Zeit entdeckte ich immer mehr Spuren vom Leben meiner Mutter um mich herum. Ich war so konzentriert darauf, nicht an sie zu denken, dass mir all das nie aufgefallen ist. Danke für Ihre Hilfe, Direktor Klevel! Und dir danke für deine Gesellschaft, Maike! Oh, Pepper, wegen der Trophäen. Ach, schon ist er weg. Wenn er auf etwas fokussiert ist, bekommt er wahrscheinlich nichts anderes mehr mit. Das hat der von Professor Antiqua. Die zwei sind sich erstaunlich ähnlich. Naja, hab ich gemerkt. Aber okay. Haben wir die Story-Sequenz auch gesehen? Jetzt ist ja am Eingang was Neues. Ich gehe erstmal hier aber ein paar Sachen ab. Im Sportplatz ist nämlich noch Nimila, hieß sie, glaube ich. Unsere BFF. Und ich glaube, sie möchte noch ein bisschen mit uns quatschen. Da vorne steht sie. Oh, sag mir jetzt nicht, sie will kämpfen. Das mache ich jetzt sicherlich nicht. Da habe ich jetzt keine Lust zu. Komm schon. Hi. Ah, du bist auch hier, Maike. Mich jagt ja gewaltig in der Pokéball-Hand, aber ich finde einfach keinen würdigen Gegner. Ein Glück, dass ich dich hier auf dem Vorplatz begegnet bin. Die Gunst der Stunde müssen wir nutzen. Na, ist das auf dem Kampf? Nein, aber ja. Klasse, Maike, ich wusste, dass du mich nicht hängen lassen würdest. Okay. Meinetwegen. Du hast 2 Stunden lang gegen Nimila Pokémon-Kämpfer ausgetragen. Okay. Das ist lustig. Ach, das hat's richtig gut getan. Ich muss mich allerdings reinhängen, wenn ich beim großen Akademieturnier was reißen will. Danke, Lukas, dass du meine Herausforderung so spontan angenommen hast. Das war super. Ja, solange du glücklich bist, Ente gut, alles gut. Enton gut, alles gut. So sagt man doch hier in der Pokémon-Welt. Okay, ich dachte, wir müssen jetzt wirklich kämpfen. Aber das fand ich lustiger. Wunderbar, und sie will noch was, irgendwas in der Mensa. Aber gehen wir erstmal hier zum Klassenzimmer der 1D, glaube ich. Und wir gehen erstmal hier hin. Denn sie hat wieder was zu beplappern, wegen TeamStar wahrscheinlich. Maike, das ist mein Klassenzimmer. Wir haben alle den naturwissenschaftlichen Zweig gewählt. Ich musste ein Jahr wiederholen und so, deshalb sind wir beide jetzt im selben Jahrgang. Ich würde gerne was mit dir besprechen. Aber nicht hier. Lass uns irgendwo hingehen, wo wir ungestört reden können. Okay, dann port mich mal dahin, bitte. Danke. Hä? Du hast sehr viele Evolis, weißt du das? Und du bist ein Messi. Verstehe. Willkommen in meinem kleinen Reich. Bitte, mach's dir bequem. Hier ganz schön viel Zeugs rum. Ich mag aber rechts die ganzen CDs, die da liegen. Die sind geil aus. Mit Pikachu, Gamecube, DS, hinten noch ein Gameboy. Voll cool. Was? Tut mir leid. Vielleicht sollte ich die ganzen leeren Kartons mal entsorgen. Und sie ist Gamer da hinten mit diesem Ultra-Widescreen. Aber egal, ich wollte mit dir über Team Star reden. Mir liegt jedes einzelne Mitglied sehr am Herzen. Ich habe mir große Sorgen gemacht, ob sie an der Akademie zurechtkommen würden. Deshalb habe ich letzter Zeit auch so oft nach ihnen gesehen. Aber wie es aussieht, war das nicht nötig. Sie haben sie alle wunderbar integriert. Jetzt schäme ich mich dafür, dass ich so an ihnen gezweifelt habe. Ich scheine die Einzige zu sein, die sich seit Operation Star das nicht verändert hat. Ja, versuch einfach mehr an sie zu glauben. Sei deine Freunde. Du hast recht. Ich weiß nicht, wie schnell ich das schaffe, aber ich werde dran arbeiten. Danke, dass du mir zugehört hast, Maike.
Und damit wir uns verstehen, dich zähle ich auch zu meinen guten, engen Freunden, ne? Und dasselbe gilt für Nebila. Und nicht zu vergessen, Pepper und Coraidon. Normalerweise lasse ich niemanden in mein Zimmer, weißt du? Aber für dich mache ich eine Ausnahme. Komm jederzeit vorbei, wenn du Lust hast. Also dann, Hasla Vista. Ja, ich muss ehrlich sagen, auch wenn du ein bisschen unaufgeräumt bist, hast du ein nettes Zimmer. Oh, Delphi-Man-Poster da. Das sieht echt cool aus eigentlich. Na, ihr Klein? Ihr seid toll. Ja, ihr seid toll. Okay. Dann. Oh Gott, schau mal hier. Drei Leute, die mit uns reden wollen. Gehen wir erstmal zur Mensa mit Nebila reden. Alles nach und nach. Wir wollen ja nicht auf unsere eigenen Schritte treten. Was machst du denn wieder da? Das schreit nach einem Kämpfchen, oder? Prima, dann bist du gleich auf dem Sportplatz. Moment mal, bist du nicht unsere Schulsprecherin? Nimila, richtig? Ja, genau, die bin ich. Da fällt mir ein. Ich habe leider noch einen Friseurtermin. Bis die Tage. Du warst doch gestern erst beim Friseur. Oh, Maike. Kennt ihr euch? Nee, keine Ahnung, was war. Ich habe gerade ein Sandwich verspachtelt, als er damit prahlte, wie stark seine Pokémon sein. Da musste ich ihn einfach herausfordern. Bin ja mal gespannt, was der Pummel da einsetzen wird. Ach nö, jetzt habe ich doch gerade verpeilt, ihn nach seiner Handynummer zu fragen. Wie sollen wir denn jetzt einen Kampftermin ausmachen? Was soll, spätestens wenn er mir wieder über den Weg läuft, wird auf jeden Fall gekämpft. Und Maike, holst du dir auch was zu mampfen? Na dann möchte ich meinen Lenker nicht aufhalten. Man sieht sich. Boah, die ist ja so süchtig nach Pokémon-Kämpfen. Meine Güte. Tut sie mir irgendwie leid. Jetzt ist sie im Kiosk. Sag mir nicht, sie stört jetzt die ganzen Schüler. Komm schon, Emilia, das muss nicht sein. Wo ich schon mal hier bin, sollte ich auch gleich meinen Vorrat an Pokébällen aufstocken. Maike! Mensch, du wirst es nicht glauben. Erinnerst du dich noch an den Schüler aus der Mensa? Ich bin ihm noch mal in der Eingangshalle begegnet, aber er wollte patronisch gegen mich kämpfen. Er meinte doch allen Ernstes, dass er gegen einen Champ und noch dazu ein kämpferisches Statut drin wie mich ja eh keine Chance hätte. Ich verstehe nicht. Pokémon-Kämpfer machen doch selbst dann noch Spaß, wenn man mal den Kürzeren sieht, oder? Aber gewinnen macht doch mehr Spaß. Verstehe mich nicht falsch. Ich gewinne natürlich auch lieber, als zu verlieren. Aber solange jemand Spaß dabei hat... Ach ja, Pokémon-Kämpfer sind schon eine Sache für sich. Außerdem störe ich mich an dem Wörtchen Naturtalent. Ich habe mir nämlich wirklich alles hart erarbeitet. Und fürs Werfen von Pokémon wurde mir ganz gewiss kein Talent in die Wiege gelegt. Darin bin ich nämlich eine komplette Niete. Ah, puh, ich brauche dringend einen Pokémon-Kampf, um wieder etwas runterzukommen. Ich mache mich mal auf die Suche nach einem Gegner. Bis bald, Maike. Gut, dass sie mich nicht nochmal fragt. Für die dritte Stunde. Gott. Jetzt nervt sie wirklich allen hier, oder was? Oh nein. Was wird das? Nebila, come on, girl. Da bist du ja, Maike. Ich habe mir schon gedacht, dass du irgendwann im Klassenzimmer aufkreuzen würdest. Sieht aus, als hätte ich tatsächlich recht gehabt. Aber was stehst du hier noch so rum? Komm mit auf mein Zimmer und lass uns doch plaudern. Okay, sicher? Warum sind für mich alle auf ihr Zimmer? Die Verpackungen sehen cool aus dort. Mhm. Dein Pormi? Keine Ahnung. Ganz viele Orden, cool. Tada! Willkommen in der Villa Nebila! Ah, man sieht gleich, wer hier wohnt. Ha, wo du was du sagst. Ich war ja schon mal in deinem Zimmer. Aber du bist jetzt am ersten Mal in meinen vier Wänden, stimmt's? Verrückt. Also dann, du fragst ja sicherlich, worüber ich mit dir reden wollte, Maike. Du weißt doch, wie fanatisch ich ins Kämpfen bin, ne? Ist ja nicht zu übersehen. Mhm. Gut, jedenfalls, wenn ich etwas so richtig mag, dann schütze ich mich voll und ganz hinein. So habe ich es auch mit den Kämpfen gemacht und irgendwann bin ich dann Champ geworden. Ich verstehe schon, dass mein Werdegang eher die Ausnahme ist und dass es nicht jedem so leicht fällt wie mir. Aber ständig hat man mir gesagt, dass ich nur durch mein Talent so weit gekommen sei oder weil ich anders aufgewachsen bin. Und auf einmal habe ich gespürt, wie ich mich in eine Art unsichtbare Wand von anderen trennte. Damals habe ich dann auch angefangen, mich in Kämpfen gegen Freunde zurückzuhalten. Ich wollte halt, dass auch sie Spaß dabei haben. Aber keine Sorge, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich gebe absolut alles, was in mir steckt. Vor allem, wenn ich es mit einem Gegner zu tun habe, der mich selbst dann fertig macht, wenn ich Vollgas gebe. Ich wünsche mir deshalb nur eine einzige Sache von dir, Maike. Bleib für immer meine gleichwertige Rivalin, ja? Für immer und ewig.
Großartig. Danke, Michael. Tausend Dank. Oh je, yeah, das ist doch etwas persönlich geworden. Peinlich, peinlich. Aber hey, da wir nun wirklich auf gleicher Augenhöhe sind, sollte ich dich auch häufiger in mein Zimmer einladen. Besuche mich also bitte in meiner Villa, nimm jeder, wann immer du möchtest. Ach, und bereite dich besser gut auf die nächste große Akademie-Turnier vor, denn dieses Mal zeige ich dir, was eine Hake ist. Ja, ich schau mal, ob ich das mitmache. Oder nicht. Ob ich auch Bock hab. Maybe und maybe not. Neu, achso. Wann man da jetzt hin kann, neuerdings. Alright. Eingangshalle sind sehr viele Gespräche. Hoffentlich die letzten. Ich möchte mal weitermachen. Das hier war ich nur zufällig, weil ich es gerade gesehen habe. Wo seid ihr denn? Muss ich euch immer erstmal suchen, ey. Ich hoffe, ihr seid hier unten irgendwo. Dann ist es einfacher. Oh, da seht ihr ein paar Taunfugel. Auch cool. Okay, ich such dir mal kurz. Dauert mir zu lange hier. Ach, warte mal, hier ist er doch. Vielleicht vom Eingang aus nach rechts. Das ist er doch, oder? Ja. Wie seine Haare so spawnen. Yo, Champ, bist du hier, um deine grauen Zellen mit Nachschub zu versorgen? Ganz genau, schätze ich. Lass das mal lieber, sonst habe ich gar keine Chance mehr, mit dir durchzuhalten. Was ich hier mache? Das weißt du doch, ich will mehr über meine eigenen Wurzeln erfahren. Als ich die Regale hier in der Eingangshalle auf der Suche nach den Forschungsberichten meiner Mutter durchforstet habe, bin ich auf dieses Buch gestoßen. Das ist der gleiche Schinken, den meine Mutter auch im Leuchtturmlabor rumliegen hatte. Kamesinbuch war der Titel, oder? Den haben wir. Ich habe zum ersten Mal einen richtigen Blick auf die Seite geworfen, die nichts mit den Geheimgewürzen zu tun haben. Kommt mir zwar alles ziemlich an den Haaren herbeigezogen vor, aber unterhaltsam ist es allemal. Und dank der vielen Bilder nicht so schnarchig wie andere Bücher. Hier, sieh mal diese Seite an. Ja, Terrapagos. Ein Puppen wie eine Schbe, als mich allein fand, war mir, als hätte ich die im dein Set entdeckt. Ich wusste, wer, ob es ein Puppen war oder noch, es überlebt. Sein bestand aus Sechsecken, die heller gelten als Gestalten in Gestalt dieses deiner Scheibe. Ja, das ist Terrapagos. Das hätte man sich vorher durchlesen sollen. Sorry. Vielleicht war es auch ein Teaser für den DLC, ich weiß es nicht. Die Schrift hier ist total verschwommen und man kann kaum noch was entziffern. Und jetzt halte ich fest, genau diese Seite hier ist auch in den anderen Exemplaren unlesbar. Voll seltsam, oder? Das meiste hier in dem Buch klingt wie ziemlicher Mist. Eine Story unglaubwürdiger als die andere. Aber die Infos zu den Geheimgewürzen haben gestimmt. Und nach allem, was wir in Zone 0 erlebt haben, würde ich nicht mehr ausschließen, dass überall ein Fünkchen Wahrheit drin steckt. Vielleicht hat dieses Buch meine Mutter ja dazu gebracht, Forscherin zu werden? Bestimmt hat sie von den Pokémon aus der Vergangenheit gelesen, die das Buch erwähnt, und wollte sie unbedingt sehen. Warte mal, die Pokémon sind erst aus der Vergangenheit hergekommen, nachdem meine Mutter die Zeitmaschine gebaut hat. Komisch, dass ich in der Welt doch schon Sachen über Pokémon aus der Vergangenheit standen, bevor es überhaupt eine Zeitmaschine gab, oder? Naja, deswegen wirkt das alles ja auch so an den Haaren herbeigezogen. Es passt echt zu einem Genie wie meiner Mutter, dass sie an solchen Unsinn glaubt und ihn dann tatsächlich Realität werden lässt. Vielleicht sollte ich ihrem Beispiel folgen und auch meine Träume wahr machen. So, aber jetzt hab... das war jetzt zu lang hier. Komm, ich hau ab. Ja, Kumpel, den Teaser, den hättest du vorbringen müssen. Jetzt ist es zu spät dafür. Aber gut, hier sollen ja noch diese zwei anderen Typen sein. Ich bin Schüler hier. Ja, I know. Ich weiß noch nicht, wo die sind. Ich suche sie für euch. Absolut keine Ahnung, wo die sind. Ich finde sie nicht. Gehen wir erstmal hier zum 2G-Klassenzimmer. Denn Pepper will nochmal mit uns reden. Meine Güte, am Ende packe ich das Logo von Schatz und Zone 0 raus, weil wir nichts mit Zone 0 machen hier. Hi. Was gibt's? Hallo? Boah, Mensch. Er schrieb mich doch nicht so. Ich war voll konzentriert. Ja, sieht man nicht oft, ne? Wie ich konzentriert büffel. Aber ich wollte sowieso gerade Schluss machen. Kannst du woanders hingehen? In sein Zimmer? Wahrscheinlich ja. Ja. Sehr viel Essen. Und Bücher sehe ich auch da unten. Und sein Mastifioso. Welchem es wieder gut geht. Was auch schön ist. Na, was sagst du? Hier wohnen Mastifioso und ich. Ja, passt zu dir. Sag ich mal so. So sieht's aus. Moment, wie meinst du das? Aber ja, du fragst dich sicher, warum ich im Klassenzimmer am Lernen war.
Ich habe neulich seit langem mal wieder über die Geheimgewürze im Kamezinbuch gelesen. Da muss ich an die Zeit denken, in der es Mastifioso gar nicht gut ging. Das war damals echt hart für mich, dieses schreckliche Gefühl der Hilflosigkeit. Ich hatte echt Glück, dich zu treffen und mit dir die Geheimgewürze auftreiben zu können. Aber da draußen gibt es bestimmt noch andere Leute, die deren Pokémon es nicht gut geht und die weniger Glück haben. Deshalb dachte ich, wehe, du darfst jetzt, aber ich habe mich dazu entschieden, Koch zu werden. Was ich auf den Teller zaubere, wird so nahrhaft sein, dass jedes noch so schwächende Pokémon wieder auf die Beine kommt. Oh, du wirst wie Rocco werden. Cool. Ich dachte mir schon, dass du sowas fragen würdest. Auf dich ist Verlass. Ich will in der kulinarischen Welt irgendwann mal so eine krasse Nummer sein, wie es meine Mutter als Forscherin war, verstehst du? Und damit ist meine Selbstfindungsphase abgeschlossen. So, und jetzt habe ich einen Traum zu verwirklichen. Was ich aber nicht davon abhalten soll, hier bei uns vorzuschauen, wann immer du willst. Mastifioso würde sich bestimmt auch über einen Besuch von dir freuen. Ist das so? Mastiff. Geht so. Okay, war es das dann jetzt? Oder muss ich jetzt nochmal gucken, ob ich die doch nicht noch irgendwo finde, die beiden hier? Weil, ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt mal die beiden hier angesprochen. Mal gucken, was die von einem wollen, weil die sind auch sehr... Die sehen sehr eigen aus. Hallo, Michael. Okay. Das sind die beiden, nach denen wir gesucht haben. So sehen die normalerweise aus. Oh mein Gott. Die haben sich richtig verändert. Ich hab die gar nicht erst erkannt am Anfang. Es ist selten, dass wir hier an der Akademie über den Weg laufen, oder? Stimmt. Aber Mike ist auch in einem anderen Jahrgang. Hä, was hast du denn? Bist du überrascht, um zu sehen? Wer seid ihr? Who are you people? Ah, stimmt ja. Wir sind heute normal unterwegs. Deshalb kennt sie uns nicht. Ah, jetzt wo du es sagst, ihr seht uns heute zum ersten Mal in diesen Klamotten. Irgendwie ist mir das jetzt peinlich. Ja. Ich bin's, Pinio, auch bekannt als DJ Evil. Und ich bin natürlich Ryoba. Mich erkennt man aber leicht, oder? Nein, ich am wenigsten. Wir sind heute für eine Wiederholungsprüfung hier. Während wir in unseren Verstecken abhingen, sind wir gar nicht in die Akademie gegangen. Das müssen wir jetzt alles nachholen. In unseren modifizierten Uniformen ist kein Platz für Bleistifte, deswegen sind wir heute in einen neuen Uniform gekommen. Sag mal, Ryoba, vielleicht könnte Maike ja... Das ist eine super Idee, Pinio. Braucht ihr Hilfe bei irgendwas oder so? Die Sache ist die. Bitte werde unsere Nachhilfelehrerin. Du bist viel zu feig, Pinio. Wir sollen dir erstmal erklären, worum es geht. Ach ja, so, ja, du hast recht, Ryoba. Hör mal, also es geht um die anderen Bosse von Team Star. Also ihr seht da Otis und Shogi. Ja genau, die drei fallen immer wieder durch ihre Wiederholungsprüfungen. Wenn das so weitergeht, bleiben sie vielleicht sitzen. Dabei sind sie doch extra an die Akademie zurückgekommen. Wir zwei haben schon versucht, ihnen den Stoff selbst beizubringen. Aber das hat nichts gebracht. Dabei müssen sie doch einfach nur die Formel anwenden und den Stoff auswendig lernen. Ich kapiere nicht, was daran so schwer sein soll. Ach, sei leise. Ich kann nur Nachhilfe im Sportunterricht anbieten. Cosima hat mal erwähnt, dass du gute Noten hast, Maike. Ich bin mir sicher, mit ihr als Nachhilfelehrerin würde sie die Ohren nicht auf den Durchzug stellen. Damit wären wir wieder bei... bitte werden unsere Nachhilfelehrerin! Überlass das mir. Bitte nicht, ich will das nicht machen. Vielen Dank, das ist echt lieb von dir. Ach ja, Cosima sollte besser nichts davon erfahren, okay? Wir haben ihr schon genug Kopfschmerzen, Kopfzerbrechen bereitet, das soll sie nicht noch mehr sorgen. Soll machen, ja. Bitte war das also für dich, Maike. Wir bleiben erstmal hier, also sag uns einfach Bescheid, sobald du Zeit hast. Und wie soll das ablaufen? Hast du gerade Zeit? Schätze schon, das ist keine DLC-Folge heute. Also dann, auf die Plätze fertig, konzentrieren. Ach, dann haben wir mal wieder so eine Folge, schätze ich. Wie er sich bewegt. Yo, 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 lernt ihr alle ordentlich? Nerv uns nicht, hast einfach nichts Besseres zu tun, als uns zu überwachen. Wenn ich euch nicht im Auge behalte, faulen sie ja nur so rum. Ne? Ist das so? Noble Ryoba, euer Anblick in formellem Gewand. Wann immer ich seiner gewahr werde, erreicht mein Konzentrationsvermögen neue Höhen. Schon ist es mir leid, dass mir diese erhöhte Konzentration bei den Prüfungen nicht hilft. Na nun, Noble Ryoba, wen spüre ich da hinter euch? Ein Eindringling? Hey, zeig die Schurke! Ich bin's, eure Nachhilfelehrerin! Hi, was geht? Hihi. Du, warum?
Ah, gegen eure Präsenz habe ich fürwahr keine Einwände, Maike. Nein, im Ernst, was macht Maike hier? Also, Maike, nein, Senora Maike ist hier, um euch Nahrung zu geben. Oh, welche erfreuliche Kunde, ich bin zutiefst dankbar. Da von euch zum ersten Mal! Sowas kannst du nicht einfach so allein entscheiden, Pinio! Und du, wir brauchen keine Nachwehren, also mach, was du wegkommst! Pischlich! Hör mal, Lotus! Maike ist euch zuliebe hier, und dann bist du so unhöflich zu ihr? Das gehört sich nicht, ist das klar? Tut mir leid, Ryoba. Du entschuldigst dich da bei der falschen Person, oder? Ja, sorry, Maike. Es kommt nur selten vor, von der Neoblind Ryoba ein solches Verhältnis Aura zu spüren. Otis will einfach nur nicht, dass du ihn in seiner so uncoolen Situation siehst, weißt du? Hey Leute, wo ist eigentlich Ezita? Sie hat ihren Rucksack da gelassen. Die werte Irsa hat vor einigen Stunden jählings das Zimmer verlassen, um den Übungen nachzugehen, wie sie es nannte. Die Fahne garantiert einfach nur rum. Wir reden ja schließlich von Irsa. Wir sollten keine voreiligen Anschuldigungen machen, aber... Tut mir leid, aber willst du Irsa für uns aufspielen, Maike? Sie ist bestimmt irgendwo in der Akademie. Oh Gott. In der Zwischenzeit sorgen wir hier für ein optimales Lernumfeld. Den richtigen Vibe sozusagen. Du würdest uns echt einen großen Gefallen tun, Maike. Bitte besuche Ursita. Meinetwegen. Da gibt's diese Folge wirklich gar nichts mehr vom DLC. Kann man diese Folge theoretisch auch vor dem DLC sich noch anschauen. Aber Terrapagos habe ich schon gespoilert. Ups. Kann passieren. Oh Mann. So viel Quatschen. Und ich habe noch nicht mal die richtigen Stimmen drauf für die ganzen. Weil ich die einfach alle wieder vergessen habe. Weil ich dachte nicht, dass die irgendwann nochmal wichtig werden. Getäuscht. Aber irgendwo hier am Sportplatz soll sie sein. Nur keine Ahnung wo und warum muss ich eigentlich jetzt suchen gehen? Warum ist so unnötig machen? Da hinten ist sie. Gut, dass sie Prioritätsspawn hat und man sie schneller erkennen kann dadurch. Ach, Koralle kann ich nicht rausholen, aber meine Pokémon schon? Okay, egal. Ah, das ist sie doch, oder? Doch, das sieht jetzt normal aus. Das ist sie. Oh mein Gott. Du bist Maike. Irsa? Irsa, wer sonst? Sieht man doch. Achso, meine Klamotten. Ja, ganz vergessen, das ist nicht mein übliches Outfit trage. Meine Idee war es nicht. Ryobita hat gemeint, wir müssen uns für unsere Lerngruppe eine richtige Uniform anziehen oder so. Was schreibst du eigentlich hier? Ich will Randale machen. Randale? Sorry, darauf habe ich gar keinen Bock. Nee, war nur ein Witz. Lass mich raten, du sollst mich ins Klassenzimmer zurückbringen, ne? Stimmt's? Ich habe das Gemüse hier so lange angestarrt, dass ich völlig die Zeit vergessen habe. Na gut, dann gehen wir. Okay. Das war's? What? Ich bin massiv verwirrt. So, wie kann man sagen? Warum fängt die sich so weird? Der hat ja keine dicken Stiefel mehr an. Bin wieder da. Ezita, willkommen zurück. Danke für deine Hilfe, Maike. Na, du hast dich einem rumgetrieben, hä? Wolltest dich ducken, was? Ja, ja. Ich bin ein bisschen draußen, chill mal. Werte Irsa. Wie auch immer, jetzt sind wir endlich vollzählig. Und wir haben keine Zeit zu verlieren, lass uns Bücher wälzen. Würdest du den dreien beim Lernen helfen, Senora Maike? Okay, und wie mache ich das? Mit jedem reden, oder was? Nee. Hier vorne, an dem Pult. Bip, bup, bup, bup. Nein, mit dir reden. Was soll das denn heißen? Ich verstehe doch noch nicht mal Bahnhof. Ich helfe dir mal, ne? Du glaubst wohl, du kannst die Gelegenheit nutzen, um auf mich herabzusehen, was? Ich bin immer noch im Jahrgang über dir. Du hast mich gefälligst zu respektieren. Na gut, wenn Ryoba sagt, du hilfst uns, dann versuch's ruhig mal. Aber ich kann mit diesem Literaturkram echt nichts anfangen. Versetz dich in die Lage der Hauptfigur. Bla bla, was soll das heißen? Wie denn? Hier, lies dir das durch. Die Hauptfigur ist Mama Famibs. Und ich soll erklären, was sie in der Folge als sie Papa Famibs unverbesserlich nennt. Die Augen von Mama Famibs füllten sich mit Tränen, denn beim Lesen des Briefs, den Papa Famibs ihr hinterlassen hatte, wurde ihr klar, dass sie ihn nie wiedersehen würde. Bis zum Schluss versetzt du mein Herz in Aufruhr, du bist wirklich unverbesserlich. Sie kann nicht mehr verbessern? Ich einfach unverbesserlich? Sie hat ihn in Wahrheit liebt? Ist undurchschaubar. Keine Ahnung, ich weiß selbst nicht. Ich würde mal sagen, sie liebt?
Hä? Du kommst in so einen Quatsch, Alter. Wenn sie ihn lieb hat, dann kann sie doch einfach sagen? Nie im Leben stimmt das. Lass uns nochmal durch den Kopf gehen, Otis. Bist du nicht manchmal selbst so? Hä? Wie meinst du das? Na, du verlierst selten ein gutes Wort über Maike, obwohl du sie doch eigentlich sehr schätzt. Wie bitte? Ich soll sie schätzen? Niemals. Nicht heute, nicht morgen und nicht in 1000 Jahren. Nein. Also, sagen alle mal das Gegenteil von dem, was sie eigentlich meinen? Ich schätze, das kann ich nachvollziehen. Ein bisschen zumindest. Danke, Maike. So, du bist dran. Schlauberger. Zu wissen, was man nicht weiß, das ist es, was einen wahren Weisen ausmacht. Und ihr seid nun hier, um eine helfende Hand entgegenzustrecken? Ja, du Schönling. Ah, hab Dank. Leider führt mein mangelhaftes Verständnis von Zahlen dazu, dass mir Mathematikaufgaben sehr schwer fallen. Doch da ich mich in Zukunft dem Design von Gewändern widmen will, halte ich Mathematik in meinem Werdegang ohnehin für überflüssig. Da irrst du dich. Mathematik ist schon richtig und wichtig. Zumindest die ersten paar Jahrgänge. Später wird es dann ein bisschen kompliziert. Inwiefern irre ich mich eurer Anfassung nach? Ich glaube, ich weiß, worauf Mike hinaus will. Für die Modifikation an unseren Uniformen für Team Star mussten wir ganz schön tief in die Tasche greifen. Gute Qualität hat eben ihren Preis. Aber da ist am Ende jede Menge Stoff übrig, weißt du noch? Da hätten wir bestimmt einen Teil der Kosten einsparen können. Das ist durchaus wahr. Die Maße der Stoffe, Umkosten beim Einkauf, dazu Profitmagen und geradezu astronomische Verkaufspreise. Ein Designer, der all das berücksichtigt, kann sich gewiss leichter von der Masse absetzen. Möglicherweise war ich der Wahrheit gegenüber schlicht und ergreifend blind. Ich werde neuen Mut fassen und mich mit all meinen geistigen Kräften dem Studium der Mathematik widmen. Ha-ja! Tut mir leid, dass ich mich eingemischt habe, aber dank dir scheint Shugi jetzt total motiviert zu sein. Wenn er sich erstmal seine Sache angenommen hat, gibt er es so schnell nicht wieder auf. Um ihn brauchen wir uns also keine Sorgen erstmal zu machen. Das ist gut. Aber die eine hier, die will nicht. Boah, ist das schwierig. Was glotzt denn so, Maike? Bin ich jetzt dran mit der Nachricht oder was? Ja. Dann hilf mir mal eben. Ich schau mir Fragen an, die in alten Prüfungen vorgekommen sind. Hier, man kann nur neuen Puppen begegnen, indem man sie fängt oder tauscht. Stimmt das? Falsch. Man kann immer Puppen begegnen. Stimmt, immerhin können sie auch aus Eiern schlüpfen. Dann zur nächsten Frage. Was erscheint bei einer Terrakristallisierung über den Kopf eines Pokémon? Boah. Terrakristall? Ja, der Name kommt mir bekannt vor. Du hast doch so einen Orb, oder? Nicht übel. Die Terrakristallisierung ist schon krass, ey. Aber man muss ein echt hervorragender Schüler sein, um überhaupt an einen Terrakristall-Orb zu bekommen. Ah, muss mich von mir anstrengen. Weiter geht's. Nächste Frage hat nichts mit der Prüfung zu tun. Die kommt von mir. Fällt mir ein bisschen schwer, dich damit rauszurücken. Weh, du lachst, verstanden? Also, was genau stellst du dir unter Träumen vor? Beim Schlafen hat, der mal an die Zukunft denkt. Ah, ich kann es einfach auslachen jetzt. Ah, hör auf zu machen! Dich frage ich nie wieder was! Ich hätte das nie im Leben sein. Ich hab genug von dir. Lass mich jetzt in Ruhe. Ich muss mich konzentrieren. Bis gerade erst wieder in die Akademie zurückkommen. Ich will nicht direkt wieder abziehen müssen. Hab ich verkackt? Ja, oder? Nutze den Rest der Zeit, um Ursa und den anderen bei weiter beim Lernen zu helfen. Oh nein. Jetzt fühle ich mich schuldig, aber ich fand's irgendwie lustig im Moment. Ich glaube, es wird Zeit fürs Outro. Wie wär's, wenn wir heute Schluss machen und ein Like da lassen und ein bisschen zappen? Ja, bin ich der gleichen Meinung. Gut gemacht, Leute. Ich bin durch die Aufgaben gerade gerast wie noch nie. Gut möglich, dass ich das zu einem kleinen Teil auch Maike zu verdanken habe. Die Mathematik kann äußerst spannend sein, sofern man sich eingehend damit beschäftigt. Dank der Unterstützung unserer Lehrerin bin ich nun so motiviert wie ein Knattertox im Turbogang. Ah, ich weiß nicht so genau. Den Stoff für die Wiederholungsprüfungen konnte ich mir gerade so in den Kopf hämmern, glaube ich. Das war ein ganz ordentliches Ergebnis. So solltet ihr keine allzu großen Probleme bei den Wiederholungsprüfungen haben, schätze ich. Vielen Dank für deine Hilfe, Maike. Das ist für deine harte Arbeit. Bitte, nimm sie. Die Schlaubrille. Und eine neue Uniform. Ganz viele neue Uniformen für Team Star auch. Warte, zählt das hier doch zum DLC? Ich hab davon gehört, dass man diese Items nur bekommt im DLC. Hm? Und lass mich dir auch noch diese Pose zeigen, als Zeichen unserer Freundschaft. Hasta la vista. Hey, was macht ihr denn alle hier? Cosima? Sie hat uns erwischt. Ich bin einfach nur durch den Gang spaziert.
als ich euch zufällig gesehen habe. Aber ich wurde nicht eingeladen, also verzeihe ich mich besser lieber. Sorry, bis später. Wartet, werte Cosima. Du verstehst das total falsch, Cosima. Bitte lass es mich erklären. Es ist nämlich so. Dum, 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 dum. Ah, ich dachte, ich war die Einzige, die nicht eingeladen war. Wir würden dich noch niemals absichtlich ausschließen. Aber so hat es für dich bestimmt ausgesehen. Es tut uns leid. So, wir wollten dir mit unseren Problemen einfach nicht auf die Nerven gehen. Deshalb hat Maike geholfen. Nein, ich nehme eure Entschuldigung nicht an! Hä? Warum bist du denn jetzt sauer? Ihr wolltet mir nicht auf die Nerven gehen? Was soll das bitte heißen? Wir sind doch Freunde, oder nicht? Und Freunde gehen sich nie gegenseitig auf die Nerven. Freunde verlassen sich aufeinander. Werte Cosima. Wenn es hart auf hart kommt, hacke ich das Schulsystem und sorge dafür, dass sie besteht. Was? Mach das bloß nicht, du wirst noch suspendiert. Da gehst du auf jeden Fall zu weit, Mann. Sorry, das war ein Witz. Ich wollte nur die Stimme etwas auflockern, aber das ging wohl nach hinten los. Ha, ist das dein Ernst gewesen? Wenn das dein Ernst gewesen wäre, hättest du es mit mir zu tun bekommen. Aber wenn es ums Lernen geht, kann ich euch doch helfen. Ihr könnt jederzeit an mich wenden. Das werden wir mit Freunden tun. Werde Cosima. Na toll, in Zukunft muss ich also Cosima und Maike gleichzeitig ertragen. Aber da gibt's wohl Schlimmeres, schätze ich. Du kannst einfach nicht aus deiner Haut, was, Otis? Mir machst du nichts vor. Ich sehe doch, dass du dich regelrecht darauf freust. In der Tat, es ist für uns alle offensichtlich. Wie bitte? So ein Quatsch! Ich freue mich überhaupt nicht! Ihr habt ja keine Ahnung, was in meinem Kopf so vor sich geht. Ihr könnt euch anscheinend überhaupt nicht in mich hineinversetzen. Was soll das denn heißen? Was eine Geburt. Aber damit sollte die Story-Sequenz hier zu Ende sein. Ich werde mich nochmal offscreen schlau machen, ob das zum DLC dazugehört oder nicht, weil ich bin mir jetzt wirklich gar nicht sicher. Aber bevor ihr abschaltet, wollt ihr doch bestimmt wissen, was jetzt die Belohnung dafür ist, für das ganze Geplapper. Und zwar drei Outfits. Einmal dieses Outfit. Ist einfach nur hochgekrempelte Ärmel. Das war's. Hier ist halt ein Team Star-Logo drauf. Und das dritte ist... Ja, wo ist denn das jetzt? Das dritte... Ja, Team Star Absatzschuhe. Schick. Team Star Handschuhe. Dann Team Star Helm. Ja, ihr wisst ja ungefähr, wie der aussieht. Ich kann ihn jetzt gerade nicht anziehen, aber ihr wisst ja, wie die Trainer davon aussehen. Team Star Brille. Da muss ich irgendwie aus dem Bocce denken, wenn ihr wisst, was ich meine. Team Star Handyhülle, die ist halt weiß. Ist schon ganz cool, schätze ich. Und ansonsten, glaube ich, gibt es nichts. Aber für die, die den Style von Team Star mögen, die können sich das ruhig geben. Hat was, ist ganz nett. Und ja, seid beim nächsten Mal dabei. Bis denne. Nächstes Mal machen wir dann wirklich auch weiter. Ja.